Sie kommen heute hierher als ein Signal der Hoffnung, als Vertreter der Vereinten Nationen, als Repräsentanten unserer allerhöchsten Ansprüche. Was ist mit dir? Was bringt dich hierher? Ich habe gehört, das Essen ist klasse. Du willst sie mitnehmen? 2000. Heide! Was ist hier los? Keine Ahnung. Ich war auch im Hinterzimmer und weiß, was ich angetan habe. Versprechen Sie, dass die Kerle aufhören? Ich verspreche es. Es ist eine Frage der Ehre für mich. Dass die UNO nicht irgendwann den Makel trägt, die Menschen, die sie eigentlich beschützen sollte, in Wirklichkeit zu schänden. Das internationale Personal genießt Immunität. Es kann nicht belangt werden. Sie haben keinen Polizeibericht. Sie müssen wie folgt vorgehen. Sie leiten gegen ihn ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung ein. Was ist passiert? Der Wagen muss uns gefolgt sein. Haben Sie es Leuten von IPDF gesagt? Ich möchte, dass Sie ab sofort Ihre Ermittlungen an der Seite von Peter anstellen. Hier können Sie den Mädchen nicht helfen. Und hier sind Sie auch nicht mehr sicher. Wir brauchen ein gepanzertes Fahrzeug für zwei weibliche Teenager? Was haben die angestellt? Geht niemandem was an. Warum wollen Sie sie loswerden? Madeline, ich muss diese Organisation beschützen und das sollten Sie auch tun. Sie werden von allen Aufgaben entbunden. Ich bin amerikanische Polizeibeamtin. Und egal für wen ich arbeite, ich würde niemanden ungestraft davonkommen lassen. Sie haben Fred Murray mit einer Abfindung nach Hause geschickt. Kommandeure aus der Führungsebene kamen in mein Büro spaziert und griffen sich ihre Akten. Wir haben ein System, das funktioniert. Ach, wirklich? Für wen? Sind Sie sicher, dass Sie diese Sache weiterverfolgen wollen? Denn Sie wissen hoffentlich, es gibt dann kein Zurück. Kein Skandal, ich mache nur meinen Job.